Lebendige Gastfreundschaft, berühmte Weine und zehntausende Besucher, die sich aufmachten, das Feuerwerksfestival am Weinfest der Mittelmosel 2015 in Bernkastel-Kues am 5. September zu erleben. Tausende Fahrzeuge wurden schon zuvor zu den Parkplätzen am Moselpark in Kues umgeleitet. Kurz vor 21 Uhr stieg die Spannung. Fahrgastschiffe, groß und klein, sowie viele private Sportboote nahmen ihre Position auf der Mosel ein. Zwei Jungs hier, die begeistert auf dem Karussell sitzen. Wir sind hier aus der Gegend. Und ja, jedes Jahr Daumen hoch, Weinfest, Bernkastel-Kues. Ja, ich wohne hier und gehen jedes Jahr Feuerwerk gucken, jetzt gehen wir ein bisschen rummeln und später auf die Weinstraße. Partyähnliche Kulisse bot sich bei den vielen Schaustellerbetrieben, Weinstuben und Imbissbetrieben. Um 21 Uhr begann das farbenprächtige Lichtspektakel abwechselnd vor der Burgruine Landshut und vom Moselufer in Bernkastel. Eine halbe Stunde dauerte es bis zum großen Finale. Die ganze Stadt und Uferpromenade waren im Glanz von Farben und Geböller.